Vince Max, Peter Brandtörn. Wie läuft's? Macht Spaß? Musik macht immer Spaß. Aber heute voll Abend, komisch. Heute macht auch Spaß. Frühsommernacht im April. Ja, ich finde es echt schon zu warm. Ich schon bin schon warm, durchgeschwitzt, aber ansonsten alles gut. Ja, alles ja. Okay. Wir haben mit zwei Schülerinnen hier gespielt, die haben gesungen, das war alles gut. Und gleich spielen wir alleine weiter. Wir müssen auch, glaube ich, gar nicht viel erzählen. Unser Musikschulleiter, bekannt in Hattingen, Joe Doll, bekannt, beide super. Papst der Stadt Hattingen, Axel Schulz, auch unterwegs. Wie gefällt's? Ganz, ganz toll. Ich hoffe, das ist jetzt eine Sache, die sich wirklich festgesetzt hat und immer wieder jedes Jahr stattfinden wird. Ich bin ganz begeistert. Jetzt habe ich die Frau Serrano, glaube ich, mal ganz glücklich gemacht. Das gefiel, ja? Was war das schön? Ha? Hier haben wir nämlich den Wirt, der selbst singt, ja. Andrea Durante, ja. Italienisch. Ja. Ist das was? Das ist was. Ja. Ja, kannst du auch Italienisch? Ja, natürlich. Die Pizzakarte rauf und runter. Calzone, ich sage nur Calzone. War mir klar. 22.05 Uhr, Samstagabend. Immer noch annehmbare Temperaturen, die Kneipen sind voll, die Leute sitzen und stehen draußen. Super Publikum, nette Stimmung, also besser geht's kaum. Stadt ist brechend voll, auch heute Nachmittag schon, die Cafés, die Kneipen, alle sehr zufrieden, glaube ich. Ja, tagsüber war die Stadt schon gut besucht bei diesen herrlichen Temperaturen und die Leute zieht es einfach nach draußen am ersten Sommertag 2011 und die haben die Cafés belagert, alle
angeschlossenen Gastronomen, aber auch die nicht angeschlossenen Cafés berichten über super Umsätze. Wir waren mit unseren Veranstaltungshinweisen im Fernsehen vertreten, im Lokalfernsehen, wir waren in der Zeitung, Radio, Ennepe Ruhr. Es hat hingehauen, die Leute sind gekommen und wir sind richtig stolz und froh, dass es so gut funktioniert hat. Es ist einfach auch eine sehr schöne Stimmung in der Stadt, finden wir, sehr kommunikativ, nicht aggressiv. Sehen Sie es ähnlich? Ja, wir machen es jetzt schon zum sechsten Mal und das ist das, was ich auch in den Vorjahren immer beobachtet habe. Die Art und der Musik und das, was wir so anbieten, lockt ein gewisses Publikum an und die also auch Kunst und Musik genießen wollen, das merkt man auch. Es ist eine insgesamt gute, lockere Stimmung und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Okay, Frau Serrano, dann reiten Sie los, Sie haben noch den Cowboyhut auf. Aua! Jetzt sagt ihr das. Las noticias me agobian, me engañan, me asfixio, me enredo. Reina la confusión cuando en mi desierto gira, gira soles y mi oasis se convierte en dunas. Mis ríos se desborden sin medida y oscura quiero ser mi luna. Abrázame, oh mami, méceme. Carlos, die zweite Hälfte. Wir sind ein Duo seit 4 Jahren. Ich bin die singende Hebamme aus Aachen, aber in Chile aufgewachsen, daher das Spanische. Carlos ist der alte Liedermacher aus Chile und gemeinsam singen wir unsere Eigenkomposition in Spanisch und etwas Deutsch schon seit 4 Jahren. Hier in Hattingen live zum 3. Mal dabei. Gefällt's, wir machen eine Umfrage. Super, 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 ey. Also mir gefällt's gut, bis ihr gekommen seid. Ja? Ich wollte also schon immer mal ins Fernsehen. Ja. Komm ich jetzt ins Fernsehen? Ja. Schön. Ja, natürlich hätte man es nicht besser vorbereiten können. Gratulation an Herrn Hartmann, dass er schon vorher wusste, als er den Termin gesetzt hat, dass wir heute den schönsten Tag des Jahres bis jetzt haben würden. Und natürlich kommen Menschen in Strömen und werden natürlich von der Musik, wie ich gehört habe, ich habe ja bis jetzt nur lecker gegessen, begeistert. Aber ich freue mich gleich noch, mich unter all den Teilnehmern hier drunter mischen zu dürfen und etwas von dieser tollen Atmosphäre miterleben zu können. Du hast mich lieb. Gib mir mal das Mikro. Wir haben auch Peter total lieb. Wieso? Gib der mal wieder her. Gib die Finger weg. Ja, prima. Man kann doch nur sagen, es ist heute einfach super, super gut. Perfekt. Ne? Brechenvoll, perfekt. Tolle Stimmung. Tolle Stimmung. Wir haben alle Peter lieb. Wir geben ihm das Mikro nicht wieder. Wunderbar, vor allem das Wetter. Ja? Hervorragend. Und die Moderatoren? Die Hattingerin, wunderbar alles. Und die Moderatoren? Bin sehr zufrieden. Die Moderatoren der gefallen Moderator auch. Ist klasse. Dankeschön, viel Spaß. Der Filmemacher auch. Wir haben auch Peter, super, super lieb. Ja, hast du Peter? Ja, ich habe Peter auch lieb. Peter habe ich auch lieb. Die stellvertretende Landrätin auch unterwegs. Ja, absolut. Freut sich, dass das Wetter so genial ist.
und überall eine super gute Stimmung. Ja. Jetzt hätten die Leute nur darauf gewartet, endlich vor die Tür zu kommen. Ja. Und Hattingen ist wunderschön an solchen Sommerabenden. Georg Hartmann sagte vorhin auch eine unheimlich tolle, angenehme Stimmung. Nicht so aggressiv, sehr kommunikativ. Nein, in keinster Weise. Wirklich, ganz locker und offen drauf. Und freuen sich, endlich wieder draußen genießen zu können. Schönen Abend noch. Wünsche ich auch. Tschüss. Auch Heinz Werner hat Peter lieb. Klaus, du kennst komische Leute. Lass uns weitergehen. Also wir sind jetzt ganz zum Abschluss in Annelies Café im Seniorentreff. Es ist tiefe Nacht, es ist schon Schluss. Die Musiker sind noch da, sind sich nicht mehr ganz einig, wer ist und wer was spielt. Identitätsprobleme nehmen zu, auch unter Musikern natürlich. Wir leben ja in der Postmoderne, wo man die Identität jeden Tag wechselt. Manche öfter als die Unterhose. Wobei ich gerade an der Stimme höre. Oh, folks, that's right, yes. I'm old Satchmo, Louis Armstrong, I see trees of green und so weiter. Ne? Ja, okay. Dr. Anselm Vogt. Alias Old Satchmo. Genau, ich will noch ein bisschen kommen. Noch ein bisschen. Oh, when the saints start to this, go marching in, ba-da-ba-do-this. Oh, when the saints go marching in, ba-da-ba-do-this. Oh, yes, I want to be in the number. Oh, when the saints go marching in. In ba-ba-da-do-dis-da-ba-dis, oh yeah. Yeah, folks. Ja, war ein total gelungener Abend, fand ich. Ja. Mir hat am besten gefallen, wie der Löbbecke in das Lied von Udo Jürgens reingekriegt hat mit der Schalke Jahresgarde. Frau Serrano, Sie waren am glücklichsten beim Italiener, bei Frau Durante, Herr Durante. Ja, aber auch beim Spanier, beim Italiener. Du weißt ja, der Name Serrano, ja? Ja, ja. Das ist ja ein bisschen mediterran, das mag ich schon sehr gerne. Ja. Und so romantisch. Ja. Nein, war aber alles gut. Waren super Bands dabei, war alles klasse. Also man muss sagen, Hartmann hat ein super Fest hingekriegt. War eine super Nummer, Hattingen 6. War gut. Und wir sind uns wesentlich näher gekommen. Ja, ja. Sollen wir uns nicht vielleicht mal duzen? Nö. Gut, dann bis Hattingen 7. Tschüss.